Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play Dark Souls 1. Ich habe mich mal so ein bisschen in Montur geschmissen hier, um ein bisschen dem Spiel noch mal ein bisschen gerecht zu werden. Damit ihr wisst, warum das so groß aussieht. Ich habe hier meine Kopfhörer auf und ihr werdet sehen, ich bin mega schlecht und bin noch nicht weit. Start. Spiel an. Ich habe gestern noch mal kurzzeitig gespielt, habe längere Zeit dann wieder mal nichts gemacht, aber habe jetzt wieder angefangen, gestern mich noch mal ein bisschen einzuspielen, weil ich wieder voll Bock hatte auf das Spiel. Den hier. Aus dem einfachen Grund, nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme alles auf. Im Hintergrund seht ihr meinen Computer. Und habt noch nicht, ja. Ihr werdet sehen. Also wir haben sozusagen jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich bin jetzt in Finsterwurzwald, da kommen wir noch nicht rein. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wir haben die Möglichkeit, einmal zu einer Hydra zu gehen, bei der ich wahrscheinlich noch gar keine Chance habe. Dann haben wir einmal einen Ritter, mit dem ich mich noch nicht anlegen kann, da habe ich schon versucht. Und wir haben fliegende Schmetterling. Ich habe jetzt schon einen großen Fehler gemacht hier. Sehe nichts, scheiße. Oh, ich bin mega schlecht, Alter. Oh Gott, war das schlecht. Das war richtig schlecht jetzt. Okay, wir versuchen es. Nochmal, weil das kann ich. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen, ja? Mal auf rumzuflamen. Ich bin halt nicht. Ich bin nicht gut. Ich habe mich auch wahrscheinlich mit den Stats voll schlecht eingerüstet und sowas. Also alles richtig schön schlecht hochgepusht. Ich kann es ja mal kurz zeigen. Aufstieg. Mehr sage ich nicht. Also ihr könnt ja sagen, ob das schlecht war oder ob das in der Meinung nach gut in der Art und Weise war. Elite Ritterrüstung. Oh, schön alles. Top zu sein. Dann belassen wir es auch einfach dabei, würde ich sagen. Bodenlose Kiste, habe ich allen möglichen Scheiß drin, ey. Ich weiß, vor allem weiß ich überhaupt nicht, wozu das verringert Blutungszunahme, verringert Giftansammlung, heilt Vergiftung. Ach so, okay, das ist gut. Kleine Scherbe, versteckte Standardwaffen, versteckt Standardwaffen 14. Ja, ich weiß halt noch nicht so, welche Waffe ich halt nehmen will. Ich habe halt jetzt, wie ihr gesehen habt, ich habe das Drachenschwert hier. Bekommt ihr, wenn ihr den ersten Drachen, den ihr eigentlich so riecht, also den riesengroßen Drachen, den ihr so seht, bekommt ihr, wenn ihr mit Fein auf den Schwanz schießt. Habe ich durch Game One Knall durchgenommen 1, Dark Souls 1 herausgefunden. Mehr habe ich mir auch halt so nicht angeguckt, weil ich selber halt ein bisschen vorwärts kommen wollte, aber ich glaube. Weil ich es nicht. Ich hätte schon wieder den Fehler gemacht, das gibt's doch nicht. Zwei gleichzeitig ist doch schwachsinnig. Okay, das konnten wir jetzt einigermaßen gut deichseln. So, wo haben wir dich denn, Kollege?
Ha! Schwein. Also wie gesagt, wir haben mehrere Möglichkeiten. Ich komme in keinem gut voran. Was ich erstmal versuchen möchte, ist nochmal Dingens. Den Schmetterling möchte ich nochmal versuchen. Das wäre jetzt nochmal so ein Plan. Wir müssen gucken, dass wir jetzt nicht so viele von diesen Wächtern jetzt hier auf beschwören. Die muss ich jetzt nicht unbedingt alle machen wollen. Sonst, ja, sonst muss ich vielleicht wieder zu viele Estus Flakens benutzen hier. Und dazu habe ich auch keine Lust. Die schleichen uns also an den Soldaten vorbei. Vor allem, weil wir jetzt noch nicht so viele haben an Seelen. Ist also auch nicht so schmerzhaft, wenn wir dann mal welche verlieren sollten gleich. Aber vielleicht schaffe ich ihn ja. Ich habe ja keine Ahnung. Die Gargoyles habe ich jetzt schon gemacht. Ist ganz klar. Scheiße, zu spät. Okay, wieder aufladen. Stamina. Immer auf der anderen Seite von dem Schild am besten unten drehen. Weil sonst kann es sein, dass sie halt mal voll auf den Schild, voll aufs Schild die ganze Zeit haut. Was ja auch relativ null Sinn hat. Na, nun haben wir einigermaßen passabel jetzt gelöst. Und ja, ich werde es jetzt nochmal versuchen. Versprechen kann ich nichts. Aber es ist eigentlich ein schöner Gegner, finde ich. Also, hätte ich nicht erwartet, sowas. Als Gegner. Fand ich schon ganz nice. Da ist es. Dann. Begeben wir uns mal rein. Versuchen es diesmal. Mondlicht Schmetterling. Schöne Melodie noch dazu. Ich weiß nicht, brauche ich dafür Pfeile? Das Problem ist, ich habe meinen Bogen komplett auf der anderen Seite. Das hat keinen Sinn. Alter Schwede, ist das schlecht. Hier bin ich ein bisschen safe. Ich weiß nicht, was der alles für Attacken so drauf hat. Okay, das sieht mir ein bisschen nur ab. Ich weiß nicht, ob er irgendwann mal sich ausruhen muss. Alter, ist das schlecht. Jetzt können wir schön mal filtrieren. Nein! Ach! Ich war zu nah dran. Okay, aber er ist nicht so schwer. Das ist schon mal gut. Ich muss nur mal seinen Attacken ein bisschen ausweichen. Und dann kann ich ihn eigentlich schon ordentlich mal filtrieren. Das ist ganz gut zu wissen. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr an Stärke hätte, und zwar 32er Stärke, könnte ich eine schöne Waffe benutzen. Anstatt nämlich die hier, könnte ich nämlich den schwarze Ritter Hellbarde benutzen. 245 Schaden. Gut, ich kann ihn jetzt auch schon benutzen. Müsste halt nur ein Schwert die Dingens wegmachen. Schwert des Drachentöter haben wir auch hier. 220. Der braucht auch 32er Stärke. Das ist das Problem. Wir sind bei 25er Stärke. Und ich krieg nicht so viele. So viele Punkte zusammen. Weil ich noch nicht so bei den Leuten bin, die halt viel Energie geben. Das ist das Problem. So. Gucken wir, dass wir nur einen antriggern.
So, einen haben wir schon mal. Das ist ganz gut. Stamina aufladen. Und diese hier nie zu nahe gehen, wenn sie angreifen. Sonst kann es sein, dass sie einen packen. Und schön wegsmashen. Halt, da haben wir doch was Feines. Okay, also die Schmetterlingvieh ist nicht unmöglich. Es ist also machbar. Ich muss nur dann bedenken, dass es dann halt, wenn es da anfängt zu blinken und sowas, müsste ich ausweichen. Aber ein paar Angriffe muss ich ausweichen. Da muss ich noch den genauen Zeitpunkt herausfinden, wann. Vor allem den da müssen wir, glaube ich, eigentlich auch nicht töten. Wir müssen eigentlich nur an dem vorbeisprinten und dann durch das Ding gehen. Ich versuch's mal. Dann sparen wir uns. Na super. Den haben wir leider jetzt getriggert. Lass mich mal durch. Also gegen zwei gleichzeitig kannst du es vergessen, Alter. Also gegen einen ist machbar. Gegen zwei gleichzeitig, da bin ich echt zu schwach noch für. So, wir betreten den Nebel. Und lassen die Schweine hinter uns. Wir begeben uns ganz schnell zu den Seen. Nehmen die mit. Warten darauf, dass diese Dame hier kommt. Ich nehme es jetzt einfach mal als Dame. Boah, so ein schönes Vieh, Alter, irgendwie. Alter. Ich weiß halt nie, wann diese Angriffe sind. Oh, den konnte ich ausweichen, okay. Alter. Jetzt drei Attacken. Okay, das war schlecht. Vier Attacken. Fünf Attacken. Okay. Okay. Nein! Och, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Fucking Bullshit. Ich bin froh, dass ich, ich habe nämlich gestern auch erst herausgefunden, dass da ein, Spawnfire ist. Das habe ich nämlich auch nicht gewusst. Alter, ich bin einfach zu schwach. Die Rüstung. Ich habe aber auch nix da und ich muss mich echt langsam mal damit ein bisschen mehr auseinandersetzen, ey. 39er ist mit das Beste, was ich hatte. Oder was ich habe. Arme habe ich jetzt. Wie habe ich denn an? Die Elite mit 18er. Die Balder habe ich hier. Die 23er. Von allen hat das Beste jetzt genommen, was ich hatte. Und Helm, den Gargoyle-Helm halt habe ich am Stüssel. Obwohl ich die Diebesmaske ganz cool finde. Und Elite-Ritter-Helm ist auch nicht schlecht. Was haben wir denn? 15, 15, 15. Dann haben wir 15, 7, 8, 6. Ja gut, das ist aber... Und ist sogar ein bisschen leichter. Also der Gargoyle-Helm. Den behalten wir also an. Vielleicht kann ich gucken, dass ich meine Waffe vielleicht mal ein bisschen verstärken kann. Mal kurz gucken, ob ich auch aufnehme. Ja, nimmt auf. So, dann kommt mal ran auf den Meter. Ja, los, komm. Er ist weg. Welchen haben wir übrig? Den haben wir übrig. Es war knapp. Fast hat er jetzt uns gepackt. Was mit dem Ausweichen, das ist so ein bisschen problematisch. Also sobald er angreift, muss ich, glaube ich, also sobald, genau in dem Moment, wo er abschießt, muss ich Ausweichen drücken, habe ich das Gefühl. Also anders kann ich es mir jetzt auch nicht mehr vorstellen. So, den will ich ja nicht nochmal triggern. Ich weiß, normalerweise könnten wir jetzt so,
ein bisschen Seele noch dazu holen. Ach, im Übrigen. Das hier ist ein fucking Gegner. Ja, wusstet ihr nicht, ne? Ich bin schon super. Ja, warum ich die Bäume da hinten jedes Mal töte, aus dem einfachen Grund, falls ich hier doch irgendwie ins Kämpfen gerate, dass sie mir nicht hinten in den Rücken fallen können und so ein Scheiß. Darauf habe ich nämlich sowas von null Bock. Kommt eigentlich hier mit? Scheiße, Pfeile müsste ich mir mal kaufen. Digga! Oh, jetzt habe ich in der Nase gepuppelt. Hier, habe ich gepuppelt. Hier habe ich puppelig. Hat gejuckt. Entschuldigung. Muss mich mal kratzen halt. Durch den Nebel schreiten. Und nochmal schnell zu den Seelen. Alter, nicht, dass er gleich hier mit reinkommt, wenn der Nebel durchdrungen ist. So, weiter. Ah, cool. Funktioniert also, okay. Also hoffe ich zumindest, dass es jetzt das Richtige ist. Ja, es funktioniert wirklich. Ah, mit doch eins erwischt. Ach, jetzt bin ich zu langsam gewesen. Stamina aufladen. Okay, komm schon, kleine Bitch. Bin zu früh ausgewichen. Aufladen, schnell. Alter, hat mir jetzt so viel abgezogen, Digga. Alter, zu spät. Okay, jetzt kommt's ran. Habe ich nicht so viel machen können. Scheiße. Alter, weich doch aus. Alter. Ach, Mann. Erst zieht mir das immer so ein bisschen ab und dann zieht mir so plötzlich alles ab. Was zum Fick ist das? So, jetzt sprint ich durch, Arschlecken. Trigger ich halt alle an, ist mir jetzt auch egal. Ich will nur diesen scheiß Schmetterling haben. Da tapsen sie hinter mir her, ja, sonst passiert so. Aber nicht, dass ich so wirklich gleich, wenn der Nebel durch ist, die sind alle an der Backe, aber er ist ja richtig mega mies, Alter. Ja, das wäre eigentlich auch egal, dann habe ich ja dieses Monstervieh ja schon geowned, dann zählt es mich auch weiter nicht. Lass mich mal in Ruhe. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Habt mich verletzt, ihr Schweine. Morgen, Digga. Würdest du bitte aufhalten? Das wäre sehr reizend von dir. Also entweder verfolgen die mich nicht mehr oder die kommen nicht mehr an ihm vorbei. Beides ist mir recht. Kommt der jetzt doch hier hoch? Anscheinend nicht. Ich würde mich nur mal kurz was gucken. Wurfmesser. Die könnten wir mal benutzen. Blockiert bedingt Estus Regeneration. Seelenscheiße. Doppelmenschlichkeit.
teleportiert zum Lagerfeuer. Ich glaube, das machen wir mal mit Wurfmesser und Brandbomben. Das ist, glaube ich, mal gar nicht mal so schlecht. Und dann will ich mal kurz was machen. Ich weiß, ich kann den nur, wenn ich den in zweihändig halte, diese hier, dann kann ich sie verwenden. Aber wenigstens gibt es dann Punkte. Das ist mal ganz praktisch. Also gibt es dann wenigstens Schläge ab. Okay, jetzt mal schnell dahin laufen. Das ist ja echt kaum Ausweichmöglichkeiten, ey. Digga. Alter, ausweichen, Junge. Das sag ich die ganze Zeit. Stamina aufladen. Was ist das denn jetzt? Okay, komm schon, du miese Sau. Mach was. Schaden verloren? Naja. Das ist nicht gerade der Rede wert. Alter Schwede! Okay, er kommt jetzt schon ran. Das hat funktioniert? Ich wollte gerade sagen, was mit Seelen, hallo? Das hat tatsächlich funktioniert. Hä? Was? Nein! Ach so, ich wollte gerade sagen, jetzt ist der Turm weg hier. Digga! Ich bin ja sowas von clever. Ich bin ja fast von mir selbst überrascht. Jetzt nicht zu übermütig werden, das sind fucking 13.000 Seelen. Letztens habe ich 40.000 verloren. Das hat mich voll angekotzt, Alter. Geht's denn noch weiter hoch? Was denn hier los? Ich muss noch gleich durch ein Gate laufen, ey. Dann kriege ich aber Krätze. Okay, es geht mir gewaltig zu hoch gerade. Nicht, dass ich den entsteinern kann, oder dass es so ein Entsteiner-Typ ist, dass ich den entsteinern kann, dann meckert der rum, wo sind meine ganzen Sachen. Und ich hab's dann geklaut und dann bin ich der böse Bubo oder so, und dann attackiert er mich. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Aber gut. Wir haben fucking 13.000 Seelen. Was leider jetzt nicht mehr so viel ist. Das ist jetzt für mich ein Level. Das war's. Mehr ist das nicht. Aber ich habe Angst zu sparen, weil ich Angst habe, dass ich den sterbe und sie nicht verlieren, dann habe ich den Salat. Aber cool, den Schmetterling haben wir abgeschlossen. Das ist doch jetzt irgendwo, aber was haben wir eigentlich jetzt dazu bekommen? Hoppala. Heimkehrknochen haben wir bekommen, soweit ich jetzt weiß. Halte viele Seelen oder fertige einzigartige Waffen an. Oh. Von dem haben wir doch auch irgendwas Göttliches bekommen, oder nicht?
Graswappenschild, Spinnenschild, Ritterschild, Hüllenschild, Dreischild, Holzschild, Langbogen, schwarze Ritter, Hellebarde, Partisane, Morgenstern, Dämonen, Großaxt. Kann ich die eigentlich führen? Naja, anscheinend nicht. Gargoyle, Axt, Streitaxt. Na, vielleicht, die sind zwei Jump, das muss ich anlegen. Und hier stecken wir nochmal die Zweihänder. 130. Also ich finde die Attacke von der hellen Bade etwas angenehmer als jetzt das von Zweihänder. Bin ich dafür immer noch zu schwach? Nö, anscheinend nicht. Nötige Attribute 24, 10. Ich habe 25. Überall mehr als 10, außer bei 2 Stück. 3! Nein! Ich hätte noch irgendwas Göttliches bekommen. Oder vertue ich mich da jetzt? Keine Ahnung. Ja, ganz ehrlich, mir gefällt die helle Bade, gefällt mir da ein bisschen besser. Hier im Stoßangriff macht da viel mehr aus. Okay, das Problem ist jetzt nur, wir können jetzt nicht auf einer anderen Seite langlaufen. Wir müssen also hier langlaufen. Und uns natürlich erst mit dem da anlegen. So. Komm mal raus, Schnuffelchen. Wir müssen mal rausgehen hier. Lass uns mal draußen reden, komm. Lass uns draußen spielen. Ich versuche nicht den anderen anzutriggern. Na genial, ich hänge natürlich feste hier. Ach, das ist doch jetzt Kacke. So, verpiss dich mal. Okay? Ja? Nervst. So, den haben wir auch erledigt. Ich freue mich jetzt doch ein bisschen. Cool. Dämonenschmetterling. Ja, das kann man ja schnuffeln. Da habe ich ein bisschen Zeit mitgebracht. Bisschen verwirrt, der Junge. Ja, lass uns tanzen. Und weg mit dir, Kollege. So, jetzt sammeln sich doch ein bisschen mal ein paar Seelen hier an. Ganz gut auch so. Die Frage ist natürlich nur, wo machen wir jetzt echt weiter? Da hinten gibt es noch zwei von diesen Kollegen. Kann man auch einzeln anträgern. Das Problem ist nur, dass immer diese Bäume mit dabei sind. Diese Ents, wie ich sie liebevoll nenne. 1, 2, 3. Nicht. 1, 2, 3, 4.
So wird's gemacht, Leute. Gut, dann ist dieser Teil auch nicht mehr besonders interessant für uns. Also, es gibt so eine Regel bei Dark Souls, habe ich mir mal sagen lassen. Wenn du getroffen wirst, machst du etwas falsch. Es heißt, man kann durch das ganze Spiel laufen, ohne ein einziges Mal getroffen zu werden. Durch Vorrichtung verschlossen. Wir haben doch auch so einen Schlüssel bekommen, oder nicht? Was haben wir? Ach, göttliche Glut! Zur Waffenveredelung erforderliche Glut, okay. Kerkerzellen, Schlüssel, Untotenasyl, Ost, Schlüssel des großen Pilgers, öffnet Tür der Haupthalle Untotenasyl, Anwesenschlüssel, öffnet Anwesen in der Stadt der Untoten, Geheimschlüssel, ähnelt normalen Gefängniszellenschlüssel, Kellerschlüssel öffnet Türen zum unteren Teil der Stadt der Untoten, Wachturm, Kellerschlüssel, öffnet Untergeschoss des Wachturms in der Untotenstadt. Habe ich anscheinend noch alle nicht benutzt? Alles in der Stadt der Untoten. Asyl Ost. Asyl der Untoten hier. Oh, Pfeile muss ich unbedingt besorgen. Digga, ey, es geht gar nicht. Aber erstmal können wir hier mal rasten. Und uns mal wieder zurückbegeben. Das heißt, hier brauche ich mich eigentlich nicht mehr blicken zu lassen. Das ist ganz gut. Kann ich zwar auch, wenn ich noch ein bisschen Seelen sammeln will. Weil diese Steinriesen da, das sind jetzt nicht gerade so die Schwierigkeit, meines Erachtens nach. Nee, hier kann ich nicht runterspringen. Moin! Wie ich da oben hinkomme, weiß ich auch noch nicht. Das war voll unnötig, Kollege. Dummer End. Da oben hin. Überraschung. Und weg damit. Wie ich da hinkommen soll. Von da oben runterfallen lassen und so, das wäre zu viel. Da ist noch einer. Weg damit. Oh, zwei Schläge nur. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal genug mit den Bäumen gesmashed, so damit wir auch ein bisschen was gegen die Vergiftung und sowas haben, finde ich ganz praktisch, ganz cool. So, das heißt, wir haben jetzt noch. Ach, ich habe jetzt natürlich noch den Riesendrachen, habe ich natürlich auch noch am Start. Aber ich glaube, gegen den bin ich echt nicht gewappnet. Dann habe ich jetzt noch diesen einen dicken Ritter. Gegen den komme ich nicht an. Das kannst du vergessen. Vor allem, weil ich noch nicht weiß, wie man dieses Backsmashen macht. Oder wie sie das nennt. Backstaggen. Also, wir haben jetzt natürlich noch die Möglichkeit, die... Ich muss gerade gucken, wo ich hier bin. War das nicht hier? Anscheinend nicht. Nur ein bisschen weit runter. Ich
mich gerade hoffnungslos verlaufen. Gut, machen wir es einfacher. Also, wir haben hier hinten die Hydra. Mal, ob ich sie kurz erblicken kann. Und dort oben haben wir den Drachen. Drachen sei schon. Auf der Brücke haben wir den Drachen hier, genau. Und da drinnen haben wir noch den Ritter, den ich einfach nicht kalt kriege. So, und die Hydra. Da sieht man sie. Bisschen schwer zu erkennen. Aber ich glaube, das ist ein Kopf da. Und wir haben diese... Eissoldaten hier. Geht auch. Jetzt auch nicht sonderlich schwer sind. Jedenfalls nicht für meine Verhältnisse. Und das heißt, wir können gleich mal 2 Level aufsteigen, knapp. Bei Dark Souls ist das ein bisschen anders. Also Dark Souls 2 ist das ein bisschen anders gemacht, habe ich das Gefühl. Weil da ist es irgendwie wesentlich leichter, Levels aufzusteigen, habe ich irgendwie... Die sind da so schnell auf Level 56. Okay, hier sind natürlich ein paar Profis, die sind natürlich ein paar wissender, ein bisschen wissender als ich mit, also Eddie und Dennis. Edmund Denzel ist natürlich ein bisschen raffinierter als ich in der Art und Weise. Habe ich den schon angetriggert? Na gut, dann brauche ich auch gar nicht zu schießen. Gegen diese Hydra kannst du es vergessen, Alter. Komme ich neu gegen an, Alter. Ich bin da einmal lang gelaufen, mal BAM, war ich einfach weg. Ich dachte, oh Gott, was ist denn das da hinten? Was bewegt sich denn da? Habe ich die ganze Zeit gefragt, ne? Was bewegt sich denn da? Was bewegt sich da? Das ist nicht dein Ernst, oder? Was bewegt sich da? Und dann war es die fucking Hydra, ey. Ich wollte dieses Backsmashen. Irgendwie hat das nicht so ganz geklappt. Den nächsten bitte. Ich muss mir nochmal ein Tutorial dazu mal angucken, Alter. Mehr Puffel! Ich warte. Er kommt da auch schon. Aufladen. Ja. Also wie gesagt, ich krieg's mit dem Backflip irgendwas nicht hin. Wie sie da rumschlingelt, ey, es ist zum Kotzen, Alter. Huch, daneben. Oh, getroffen! Das war der letzte Fall. Die Hydra spalten mich ganz schön fiese Wassertacken raus.
Ich habe keine Ahnung, Leute. So, mache ich euch mal kurz zu zeigen, was dieses miese Mistmann-Vieh eigentlich macht. Einfach mal voll Wasser, ey. Wie unnatürlich. Und, ja. Hier oben haben wir den miesen Scheißdrecksritter. Ich wollte gerade sagen, hat er schon wieder geschossen? Na, guck mal, sieht aus wie ein Seepferdchen. Der Baum da. Sieht aus wie ein Seepferdchen. Dieser miserable Dreckswichser. Ich hab ein bisschen Schiss vor ihm, ey. Aber er ist der kürzeste Weg zwischen mir und der Stadt der Untoten. Ganz ehrlich, ich bin zu schwach für ihn, Alter. Mieses Schwein. Mieses kleines dreckiges Schwein, du. Mann. 16 fucking 1000 Seelen, ey. Es ist doch nicht dein Ernst. So, komm mal her. Ist mir jetzt echt scheißegal. Komm her. Lass mich jetzt in Ruhe. Komm her, verpiss dich. So, jetzt holen wir mal ein bisschen hier. Okay. Ach, ist das dumm gewesen. Ist er. Ich hätte mir den Spawnfire erst benutzen sollen da hinten. Das heißt, das müssen wir ganz schnell hinrennen, ganz schnell die Seen holen und ganz schnell wieder abhauen, Alter. Weil 16.000 Seen sind für mich leider nichts zu verachten. Andere sagen, ach komm, scheiß doch drauf. Aber für mich ist das eine große Anzahl. Ich habe auch einmal ganz alleine habe ich ein Dingens gefunden, eine Farm sozusagen. Und zwar bei einem Drachen und auf der Brücke. Wenn man dann mitten in, auf der Brücke dann rechts die Treppen runter geht. Die Leiter runter, also die Treppen runter geht. Leiter und sowas. Dann kommt man ja zum nächsten Spawn-Fire. Da kommt man nicht zum nächsten, dann kommt man zum einen der Spawn-Fire, die man schon längst benutzt hat. Und ja, dann geht man halt hoch, geht kurz auf die Brücke, triggert den Drachen, dass er halt dann anfängt hier Feuer zu speien, geht dann rechtzeitig wieder die Treppe runter, dann werden die ganzen Figuren, die auf der Brücke sind, verbrannt und ihr kriegt die Seelen. Eigentlich mega sweet. So, ich bin jetzt eigentlich nur hier, um mir schnell meine Seelen abzuholen. Echt ungünstige Position, wo sie liegen. Ne, die liegen ganz gut. Jetzt kommt das Schwein raus, Alter. Der miese Pisser. Okay, wir können es echt nicht mit dem anlegen. Der ist einfach zu mächtig. Wir gehen mal zum Spawnfire.
Habe ich einen von den Viechern getriggert? Ja, den da hinten habe ich getriggert. Ja, machen wir den mal kurz fertig. Dann müssen wir auch mal woanders hinreisen, dass ich mal wieder, müssen wir mal wieder ein paar Pfeile kriege. Ich habe jetzt nur noch die dicken Pfeile. Die möchte ich mir gerne aufheben. Komm mal her, lass uns tanzen, Baby. Gut, das funktioniert nicht. Ich versuche gerade herauszufinden, wie ich den am besten an diesen Rückenschlag-Attacke machen kann. Alter, nee, ist klar. Wo kommt denn jetzt der zweite her? Jetzt muss ich den ersten erstmal loswerden. Ist klar. Oh, aber rechts. Alter Schwede. Oh, das war auch nochmal knapp hier. Nochmal draufhauen. Voila. Oh, Brocken. Das ist das erste Mal, dass ich einen Gegenstand von dem bekommen habe. Okay, cool. Dann geht's natürlich hier auch noch weiter. Mein Auge zuckt gerade wieder. Das ist nervtöten manchmal. Mir wird langsam warm unter diesem Gewand hier. Ich muss sagen, ich vergesse es jedes Mal. Doch, geht er hier weiter runter, ne? Ja. Das gute Stück haben wir uns ja schon geholt und hier geht es auch nicht weit, ging es nicht weiter, ne? Nee. Hier ist Feierabend. Tja, dann haben wir hier. Das hier halt, ne? Aufsteigen. Ich habe letztens mal meine Stärke auf 25 gebracht, damit das mal eine schöne Zahl ergibt. So, das sind jetzt zwei Level. Beweglichkeit erhöht auch mal ein bisschen den Schaden nochmal um zwei wenigstens. Das heißt, wir hätten dann hier 153, wenn auf Level 30. Das heißt, ich würde das jetzt gerne auf Dingens erhöhen. Also ich will irgendwie die jetzt erstmal alle hier auf 20 bringen, damit ich die Stärke demnächst wieder auf 30 bringen kann. Das ist so ein bisschen versuche ich zu arbeiten halt, dass ich für mich selber irgendwo ein System darin entdecke. Ich habe aber nicht so ganz. Wenigstens auch mal noch mal ein bisschen Waffe erhöht und Leben mal ein bisschen. Rutschen. So.
Ich hätte auch ganz gerne mal wieder diesen Überfluss an Seelen wie bei Game One, Alter, weil knapp durchgenommen. Ich tendiere eigentlich eher dazu, dass ich mal ein bisschen mehr Wumms in meinen Schlägen bekomme. Komm, wir machen es so, damit ich ein bisschen mehr Wumms auf meinen Schlägen bekomme, als ich mal ein bisschen mehr austeilen kann. Das sollte eigentlich in Ordnung sein. So, dann haben wir natürlich noch den Weg hier lang. Wie lange nehme ich heute schon auf? Ah, knapp eine Stunde. Ich werde eigentlich auch nur eine Stunde machen. Aber das wollte ich nochmal ganz gerne zeigen jetzt hier. Ich nehme zu allen Tipps an. Also wenn ihr sagt, ey Kollege, arbeite jetzt lieber mal eher darauf. So, das lassen wir schon mal hochfahren. Arbeite lieber mal darauf und nicht darauf. Dann okay, sagt es mir gerne. Wenn ihr sagt, hier benutzt mal eine andere Waffe oder du kriegst da und da noch eine bessere Waffe, die du dann auch mal vernünftig aufrüsten kannst. Weil diese Waffe kann man halt nicht aufrüsten. Aber es hat immer die stärkste Waffe zurzeit. Die 200, die ich sofort nutzen kann irgendwie. Jetzt haben wir Drachen. Ich werde trotzdem getroffen, es ist zum Heulen meistens. Gut, habe ich eigentlich den Link triggern, weil hier in den Abgrund fliegt. Das passiert leider nur sehr selten. Also hier sind wir in einer eigentlich auch ganz guten Position. Hier trifft er uns nicht so schnell. Was zum... Hier trifft er uns nicht so schnell. Ja, nee, ist klar. Was war das denn für eine Scheiße? Aber da hänge ich schon seit einer Ewigkeit dran. Also 2, 3 Drachen habe ich damals ganz gut hingekriegt. Aber dann wird es schwierig. Dann wird es echt schwierig. Eine Entfachung möglich. Keine Menschlichkeit. Aufsteigen, reparieren, verlassen. Ja, das war meine kleine Einführung nochmal zu Dark Souls. Knallhart durchgenommen. Nein, das ist natürlich jetzt kein Knallhart durchgenommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gerne. Wie gesagt, also ich nehme jegliche Tipps an. In jeder Hinsicht. Schreibt es mir also gerne in die Kommentare. Waffen, Stats, wo kann man gut farmen, welche kann ich jetzt schon wirklich besiegen, weil ihr seht ja, die Hydra, müsste ich vielleicht mal versuchen, ob ich die hinkriege. Da habe ich mich noch nicht ausprobiert, das müsste ich vielleicht mal ausprobieren. Also die Hydra habe ich, dann halt den Ritter habt ihr gesehen, da wurde ich niedergesmashed und dann habe ich noch den Drachen auf der Burg. Nicht auf der Burg, sondern auf der Brücke, diesen riesengroßen Drachen. Sagt das mir. Und ich versuche es dann auch mal umzusetzen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare dann. Und hoffentlich sehen wir uns dann irgendwann mal online. Tschüssen.